Allokationsfreies Go. Also wie macht man, wenn man Go schreibt, hat man dann normalerweise so einen Garbage Collector und aber angenommen, man will den nicht benutzen, weil einem das irgendwie wichtig ist. Wie macht man das? Wie ist so das Tooling? Was sind so die Techniken? Worauf muss man so achten? Weil ich das neulich bei der Arbeit mal gebraucht habe und deswegen dachte ich, kann man da kurz drüber reden. Ja, ich weiß nicht, ich habe nicht furchtbar viel so slide-mäßige Dinge zu sagen. Ich gehe irgendwie davon aus, dass ihr so grob versteht, es gibt so, man kann so, wenn man irgendwie Variablen hat, kann man die auf dem Stack allokieren oder auf dem Heap. Und auf dem Stack ist relativ günstig, weil auf dem Stack allokieren bedeutet einfach nur, wir dekrementieren den Stack-Pointer, um ein bisschen Platz zu machen. Und wenn wir sie dann wieder deallokieren, dann inkrementieren wir den Stack-Pointer wieder. Und deswegen ist es ganz günstig und deswegen will man immer lieber alles auf dem Stack haben. Wohingegen auf dem Heap ist teurer, sowohl die Allokation ist teurer als auch, und das ist der wirklich wichtige Punkt, ist, man hat zwar den Garbage Collector, aber der Garbage Collector, der verbraucht halt so eine gewisse Menge an CPU-Zeit, um den Heap durch den Heap durchzumarschieren und irgendwie zu gucken, was nicht mehr gebraucht wird an Daten und die wieder freizugeben. Und je mehr man allokiert und je mehr Allokation man hat, je mehr Objekte man hat und so, desto mehr CPU-Zeit muss man eben für den Garbage Collector aufbringen. Und desto weniger Zeit hat man, um seinen eigenen Code laufen zu lassen, desto weniger CPU-Zeit. Und das ist blöd. Und das heißt, wenn einen das interessiert, dann interessiert einen das vor allen Dingen, weil man merkt, dass man zu viel Zeit im Garbage Collection verbraucht und man das gerne reduzieren möchte, um mehr Zeit für nützliche Arbeit zu haben. Aber 99% alles Codes interessiert das eigentlich nicht. Das ist eigentlich nur wichtig für irgendwie Dinge, die sehr oft benutzt werden oder wenn man irgendwie sehr spezifische Anwendungen hat. Aber ja, wie gesagt, wenn es einen dann doch interessiert, dann ist die Frage, wie man das eigentlich macht. Und dafür benutze ich als Case Study etwas, was ich für die Arbeit gemacht habe. Und zwar Go hat ein Time-Paket, um irgendwie Zeiten zu managen. Aber Go hat keine Datentypen, um Daten zu managen. Und dann kann man da irgendwie so rumfummeln, indem man irgendwie sagt, oh, ein Datum ist einfach nur eine Zeit, immer um Mittag rum oder so. Und dann addieren wir da irgendwie wild Daten rum, hin und her. Aber A ist das extra, man trägt halt immer diese extra Informationen rum, über was ist eigentlich die Uhrzeit. Und B traue ich mich dann immer nicht so ganz. Ich traue dieser Methode dann immer nicht so ganz, weil so Sachen wie Daylight Saving Times existieren und Zeitzonen existieren und das hat alles irgendwie Einfluss und Schaltsekunden und ich will nicht, dass irgendwann irgendwie Dinge kaputt gehen, nur weil irgendwo so. Außerdem ist es auch einfach Arbeit, weil man halt irgendwie die ganze Zeit ein bisschen mehr manuell andere APIs benutzen will. Deswegen dachte ich, wäre das voll praktisch, irgendwie so einen Date-Datentypen zu haben. Und der macht eigentlich auch alles genauso wie die Standard-Library Time-Datentypen, nur halt nur für Date. Und was uns heute interessiert, ist eben diese Funktion Parse. Die nimmt ein Layout und Return und ein String und dann parst sie diesen String in ein Date rein. Und das funktioniert so, dass es 1 zu 1 von der Standard-Library abgeschaut bei Go. Wenn man eine Zeit oder ein Date halt parsen will, dann gibt man dem so eine Referenzzeit. Das ist der zweite erste. Oh, das ist falsch rum aufgeschrieben. Anyway, der zweite erste 2006 um 15:04 und 5 Sekunden in GMT plus 7. Also es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wenn man die Referenzzeit halt in dem Format, in dem man, was man parsen will, quasi angibt, dann spezifiziert das, welches Format man parsen will. Und das ist ein bisschen idiosynkratisch und ich bin ehrlich gesagt auch kein Riesenfreund davon, aber ich wollte halt so gut ich kann mit der Standard Library kompatibel sein. Und irgendwie, wenn man Amerikaner ist, dann würde man das so aufschreiben. Und so. Und wie gesagt, da ich das verpeilt habe, ist das genau falsch rum. Also das ist der Monat. Doch, nee, das ist der Monat, das ist. Warte. Anyway. Whatever. Ja, doch. Anyway. Jedenfalls ist ja auch egal. Das ist eigentlich alles an Primer, was ihr so braucht. Und jetzt machen wir so ein bisschen so Live-Coding, weil es so viel Spaß macht. Und die Folie brauchen wir jetzt nicht mehr. So, format.go fang parse
parse. Genau, also hier ist unsere Funktion parse. Und das allererste, was wir wissen wollen, ist, allokieren wir eigentlich und wie viel allokieren wir eigentlich und wie finden wir das eigentlich raus und oh mein Gott. Und die Antwort ist, wir benchmarken. Das heißt, wir schreiben einen Benchmark, um zu checken, wie viel wir allokieren, und da habe ich schon mal hier was vorbereitet. Das heißt, so ein Benchmark in Go ist einfach eine Funktion in einer Testdatei, in einer -test.go, die heißt Benchmark something und die nimmt einen Testing.b b. Und wir sagen, dass wir gerne Allokationen reporten wollen. Und dann führen wir das b.n mal aus und rufen einfach unsere Funktion auf. Und das Go-Tool ruft jetzt diese Funktion dann auf mit verschiedenen Ns, so lange, bis irgendwie unsere Funktion so ungefähr eine Sekunde braucht, um eben ein gutes repräsentatives Sample zu bekommen, und gibt uns dann so Statistiken. Das heißt, wir können jetzt hier so sagen, go-test-bench gleich Punkt, um zu sagen, also Punkt für Regular Expression, ich möchte alle Benchmarks ausführen. Und dann führt er das aus und dann sagt er uns, unser Benchmark Parse Happy braucht 2 Mikrosekunden und allokiert 6 Mal. Und diese 6, die wollen wir jetzt, das ist die Zahl, die uns interessiert, die würden wir gerne auf 0 runterbekommen. Weil, naja, wir parsen Stuff und eigentlich wäre das schon schöner, wenn das nicht allokieren müsste. Wenn wir einfach Dinge parsen könnten, ohne irgendwie dafür extra Dinge auf den Heap legen zu müssen. Das heißt, jetzt wissen wir zumindest, wie wir da drankommen an wie eigentlich Parse, also wie viel Dings, mir fällt gerade so auf, ich brauche doch dieses Window noch. Wir wissen, wie viel allokieren wir eigentlich, das können wir jetzt können wir das messen. Und jetzt ist die Frage, wie finden wir jetzt raus, wie wir das reduzieren? Und da ist die Antwort, es existiert ein Tool, das heißt pprof, und da existiert auch ein Wrapper, ein Go-spezifischer Wrapper. Und dem geben wir so einen Profile. Und jetzt sagen wir dem Test-Tool mal, führe mal bitte keine Tests aus, weil wir wollen nicht, dass unsere Tests in unserem Profile tauchen. Und dann sagen wir, schreib mal ein Memory-Profile nach mem.out. Und dann sagen wir go-tool-pprof und sagen dem einfach, mach mal einen HTTP-Server und lese mal mem.out. Und dann öffnet er das und dann kriegen wir hier so eine pprof-Oberfläche. Voll cool. So, und jetzt können wir denen sagen, uns interessieren allokierte Objekte. Und jetzt gibt er uns einerseits so einen Graphen zu irgendwie wer was wie viel allokiert. Aber eigentlich ist die bequemere Ansicht, also dieses Tool hat halt verschiedene Ansichten. Wir können zum Beispiel uns so einen Flame-Graph anzeigen lassen, für was wie viel allokiert und so. Aber wir können uns eben auch anschauen lassen, tatsächlich den Source. Und sehen jetzt hier quasi Funktionen, die viel allokieren, gelistet. Und jeweils so in der ersten Spalte, wie viel allokiert wird, in der zweiten, wie viel das kumulativ ist und so. Jedenfalls ist die erste Sache, die uns hier auffällt, in der date.parseLayout-Funktion allokieren wir ganz viel hier. Wir appenden an so ein Programm so Dinge und wir appenden an einen Slice neue Dinge und das muss offensichtlich allokieren. Das heißt, das wundert uns nicht, dass das allokiert. Genau, und wir sehen irgendwie, wenn wir parse uns anschauen, Parse allokiert hier, weil Parse Layout aufruft. Das heißt, unsere Hauptallokation scheint erstmal zu sein in diesem Parse Layout. Das heißt, das gibt uns erstmal so einen, da wollen wir jetzt anfangen. Und deswegen fangen wir da mal an. Das ist mir auch noch nicht passiert. Ich habe es aus Versehen pausiert, statt zu, im Background zu schicken. Das heißt, wir schauen uns mal die Function ParseLayout an. So, und was ParseLayout macht, ist, ParseLayout nimmt eben unseren Layout-String, dieses 2006.1.2 oder so, und kompiliert das in eine Reihe von Instruktionen. Und eine Instruktion ist eben, wieso geht das nicht? Eine Instruktion ist ein Operator und potenziell eine Literal, und ein Operator ist, das kann sein, pass mal ein Long Month, pass mal ein Month, pass mal ein Weekday und so weiter. Also jede Instruktion ist quasi so eine Formatting-Instruktion, wenn der Operator Literal ist, dann gibt uns das Literal an, dass wir gerade den Literal-String foo wollen. So, genau, das heißt, wenn wir uns jetzt wieder zurückgehen zu ParseLayout, haben wir festgestellt, hier wird irgendwie allokiert. Das heißt, die erste Allokation, die wir irgendwie vermeiden wollen, ist, wir wollen dieses
diese Allokation von diesen, von diesem Slice, diesen Instruction Slice vermeiden. So, und da gibt es eine ganz einfache Standardtechnik in Go, die nennt sich sync.pool. Das heißt, wir können hier einfach sagen, wir wollen einen sync.pool machen. Der hat eine optionale get-Funktion und der returnt uns einen neuen Inst-Slice. So, und ein sync.pool, was ein sync.pool macht, da können wir uns die Dokumentation, wieso können wir uns die nicht anschauen? Wieso funktioniert mein Tooling nicht? Ist glaube ich auch gar nicht so interessant. Ein sync.pool ist, in anderen Sprachen nennt man das gegebenen, also ihr kennt vielleicht den Begriff Freelist. Das heißt, ein sync.pool ist so ein Pool von Objekten, da können wir uns eins rausnehmen und dann damit arbeiten, temporär, und dann packen wir es wieder zurück. Und wenn dann das nächste Mal jemand kommt, ist das da noch und wurde nicht garbage collected. Das heißt, so ein sync.pool ist einfach eine Liste von Objekten, die wir temporär vorhalten können, um quasi temporäre Arbeit zu verrichten. Und in diesem Fall ist das halt genau das, was wir wollen, weil diese Instruction Slices wollen wir nur einmal benutzen, um irgendwie zu parsen, und dann wollen wir sie wieder wegwerfen. Und dann hält der Pool hält die dann so lange vor, bis so also der macht so Magie. Also der koordiniert dann mit der Runtime und mit dem Garbage Collector, und wenn der Garbage Collector gerade sagt, oh, ich brauche gerade ganz viel Memory, dann holt er sich die vielleicht wieder. Oder wenn lange keine neuen Objekte mehr raus oder reingekommen sind, dann sagt die Runtime vielleicht, oh, jetzt kann man da auch mal wieder aufräumen. Aber wenn man eben ganz oft diese Funktion aufruft, wie zum Beispiel in unserem Benchmark, bedeutet das, da ist dann meistens immer wieder eins frei, und dann müssen wir nicht neu allokieren, sondern wir können dadurch können wir halt so ein bisschen so einen Satz an Objekten haben, die, um die sich der Garbage Collector nicht direkt kümmern muss, sondern um die sich der Garbage Collector als ein ganzes kümmern muss, und das reduziert halt die CPU-Zeit. So, das heißt, wir wollen diesen sync.pool benutzen, um unsere Procs zu Dingensen zu verwalten. Und dafür müssen wir dem hier einen Input-Slice geben, an dem er ran appenden soll stattdessen. Und dann müssen wir, wo immer wir das benutzen, sagen wir stattdessen pool.get und müssen eine Type-Assertion machen, weil eine Sache, die ich vielleicht erklären sollte, ist, ich packe da Pointer zu Slices rein und nicht Slices, also weil aus komplizierten Gründen, ich erkläre das jetzt nicht, aus komplizierten Gründen. Wir holen uns das und wir deferen pool.put das proc wieder da rein, und dann übergeben wir dem hier proc an pass layout. Ja? Nee. Was? Ja? Ja. Bedeutet das, dass ich dem irgendwo sagen muss, entweder wie viele der vorhalten soll? Nein. Nein? Okay. Was passiert, wenn. Ist der Parallelization oder ist der Concurrency Tape? Ja, deswegen heißt der. Der ist. Deswegen ist der in Sync. Der ist. Da existiert einer in Go Scheduler Speak, einer per P, also einer per Core. Mehr oder weniger. Und dadurch muss der keine Synchronisation machen, sondern, also du hast halt einen core-spezifischen Pool von Objekten, und dadurch musst du keine Synchronisation machen, und dadurch ist der sehr, sehr cheap. So. Und dann testen wir, ob das jetzt noch alles funktioniert. Ups. Hä? Was? Ach so, natürlich. Warte, natürlich. Okay, in dem Test ist uns das egal. Live-Coding. Ja, unsere Tests passen. Und jetzt können wir nochmal unser Benchmark ausführen. Und sehen, dass die an sich an den Allokationen nichts geändert hat. Cool, Vorführeffekt.
Cool, ne? So ist das. Ja. Genau. Das muss passieren. Dann machen wir hier mal ein. Das. Okay, wir machen eine andere Sache. Wir sparen noch ein bisschen mehr CPU-Zeit, weil stellt sich raus, wenn wir mehrfach die gleichen Layouts benutzen, kommt auch immer das gleiche Programm raus, das gleiche Formatting-Programm. Das heißt, statt den Kram zu machen, machen wir das jetzt einfach in eine Map, weil das ist, was ich am Ende gemacht habe. Das heißt, wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir machen das einfach mal in das gleiche Programm, in den gleichen Code, wie er vorher war. Und dann sagen wir hier stattdessen, wir legen jetzt eine globale Map an. Und die Map mappt jetzt einfach Memoize compiled layouts by layout string oder so. Das heißt, wir holen uns da einfach so einen Layout raus. Wenn das bereits in unserem Cache ist, quasi, returnen wir den einfach. Und sonst sagen wir, nicht Ink, sondern Impel wollte ich das nennen. Und sagen memo.store layout proc return proc. Na? So, und jetzt müssen wir aber den Kram hier wieder rückgängig machen. So, das heißt, wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Statt einfach nur die Instruction Sizes vorzubehalten, nicht get, sondern load. Und nicht pool. Genau, ich wollte eigentlich den Pool demonstrieren, weil das eine super Standardtechnik ist, aber offensichtlich habe ich gerade irgendwas falsch gemacht. Das Problem ist, for what it's worth, warum ich gerade auch diese Pointer zu Slice gemacht habe, das Problem ist, dass der Pool, die Pool-API noch nicht generisch ist, sondern die nimmt einen Any, also einen Interface, einen Empty Interface. Und Go speichert Interfaces immer als ein Pointer auf den Wert und ein Pointer auf die Typenbeschreibung. Und ein Slice ist ein Pointer auf die zugrunde liegenden Daten und eine Länge und eine Kapazität. Und das heißt, es ist mehr als nur ein Pointer. Und deswegen muss, wenn du ein Slice in ein Interface packst, muss der Slice selbst auf dem Heap allokiert werden, damit in dem Interface ein Pointer auf den Slice ist. Und deswegen habe ich diesen Pointer-to-Slice-Trick gemacht, damit wir direkt ein Pointer speichern, damit wir nicht diese Extra-Allokation haben. Aber offensichtlich bin ich irgendwo trotzdem noch falsch abgebogen und dann hat das nicht gut funktioniert. Anyway, aber das funktioniert auf jeden Fall, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es funktioniert. Jetzt benutzen wir einfach eine globale Map, um da das komplett fertig kompilierte Programm reinzupacken. Spart uns auch ein bisschen CPU-Zeit, weil wir nicht jedes Mal das Layout neu parsen müssen, sondern wir halten einfach eine geparste Repräsentation vor. Und gleichzeitig spart es uns auch Allokation, weil eben dieser Slice vorallokiert sein sollte. Das heißt, wenn wir jetzt hoffentlich das Benchmark ausführen, dann sehen wir, die Allokationen sind zumindest auf eine Allokation runter. Ha, von 6 auf 1. Das heißt, wir haben schon mal den Großteil unserer Allokation weg. Yay, Schritt 1 fertig. So, dann schauen wir uns jetzt nochmal pprof an, um zu gucken, wie wir noch unsere letzte Allokation loswerden wollen, weil 1 ist immer noch größer als 0. Und gehen direkt mal auf den Source Code und Alloc Objects. Und jetzt sehen wir, dass die einzige Allokation, die jetzt noch übrig ist, ist hier, die in dem Benchmark, in dem Parse Call passiert. Und jetzt fragen wir uns, hä, was soll denn das? Wo wird denn hier allokiert und wie gehen wir jetzt weiter? Wie werden wir die jetzt los? Und es stellt sich raus, die Allokation, die hier passiert ist, muss man wissen, wenn wir ein Byte Slice, also der Value ist ja, ich mache das hier mal auf, format.go
Format Test. Ich habe hier ja den Value in einem Byte Slice gemacht, auch weil das realistisch ist, wenn man das aus einer Datei liest, dann kriegt man immer einen Byte Slice, weil man das irgendwie von dem Syscall zurückbekommt. Und wenn man einen Byte Slice nach String konvertiert, dann muss Go das allokieren, weil Byte Slices sind mutierbar und Strings sind nicht mutierbar in Go. Und um also zu garantieren, dass ein String nicht, dass ich jetzt nicht, nachdem ich den String an Parse gegeben habe, ich mein Value Byte Slice verändere und damit irgendwie Dinge kaputt gehen, damit Parse sich darauf verlassen kann, dass der String nicht mutiert ist, muss Go eben einmal den allokieren und dann die Daten rüber kopieren und dann auf der Kopie arbeiten. Und das finden wir doof. Und jetzt denken wir, okay, dann muss also Parse statt einem String vielleicht einen Byte Slice nehmen, aber dann haben wir das Problem in die andere Richtung, weil wenn wir dann einen String haben, dann muss der, wenn wir den in einen Byte Slice kopieren, aus genau dem gleichen Grund auch wieder allokiert werden. Und eigentlich ist das alles doof und eigentlich sollte das auch nicht notwendig sein, weil wir lesen doch eh nur und eigentlich behalten wir den auch gar nicht vor. Also unsere Parsing-Funktion sollte den ja auch eigentlich nicht vorbehalten, den String, und nicht mutieren. Und deswegen sollte das ja eigentlich auch egal sein, ob er den erstmal kopiert oder nicht, weil wenn wir den nur lesen und wenn wir die Daten, keinen Pointer auf die Daten vorbehalten in unserer Parse-Funktion, dann ist ja egal, ob während das läuft, das ein String ist oder ein Byte-Slice, weil so, und dann sollte Go das einfach lassen können. Und der Compiler ist eigentlich auch clever genug, um das rauszufinden. Und deswegen müssen wir jetzt das nächste Thema angehen und das nennt sich Escape Analysis. Und Escape Analysis ist ein Pass, den der Compiler macht, wo der Compiler über jede Funktion rübergeht und schaut, escapen die Argumente oder die Variablen. Das heißt, es schaut für jede einzige Variable in jeder Funktion, schaut es, ob ein Pointer auf diese Variable aus dieser Funktion die Lebenszeit dieser Funktion überlebt. Und wenn ja, dann sagt er, okay, dann escaped diese Variable, dann muss ich sie also auf den Heap packen. Der Compiler markiert eben auch jede Funktion intern mit escapen die Argumente oder nicht. Und das heißt, in diesem Fall hat der Compiler beschlossen, dass Parse seine Argumente escaped und dass es deswegen die Argumente auf dem Heap allokieren muss. Aber wenn wir dem Compiler überzeugen könnten, dass die Argumente gar nicht die Funktion Parse überleben, dann würde der Compiler die auch einfach auf dem Stack lassen. Und um rauszufinden, wie das was da passiert, rufen wir den Compiler mit einem extra Flag -m auf. GC steht nicht für Garbage Collector, sondern GC steht für Go Compiler. Das ist der Standard Go Compiler, der heißt GC. Aber kleingeschrieben GC und großgeschrieben ist Garbage Collection. Und ja, das ist confusing, aber so ist es halt. Und wenn wir dem -m geben, dann gibt er uns ganz viel Sachen über Optimierungsentscheidungen, die er so trifft. Zum Beispiel gibt er uns hier ganz am Anfang, gibt er uns ganz viel so, welche Funktionen kann ich so inline und welche kann ich nicht inline. Und er gibt uns aber eben auch ganz viel Informationen zu, für jede Zeile quasi so, welche Parameter leaken, was escaped und so. Und das heißt, wenn wir uns jetzt hier mal angucken, ich mache hier mal einen neuen, das auf, damit wir uns das vielleicht versuchen wir mal das Side-by-Side anzugucken. Func parse. Das ist Zeile 340 und wenn wir hier jetzt nach Zeile 340 suchen, Fun Fact, die sind nicht numerisch sortiert und das hat seinen Grund, sondern die sind in Dependency-Ordnung sortiert. Aber es macht es natürlich manchmal ein bisschen schwierig, Dinge zu finden. 340 muss doch irgendwo hier sein. Nicht Date. Oh. Format.go 340. Genau. Hier sagt er uns, er liegt dem Parameter Value. Haha. So. Und das heißt, der nächste Schritt, den wir jetzt machen, ist, okay, er sagt, er leakt Value. Jetzt wollen wir rausfinden, warum er Value leakt. Und das bringt jetzt keinen Spaß, weil jetzt gehen wir Zeile bei Zeile hier durch
und schauen uns alles auf, was wir so aufrufen und schauen so, was der leakt. So, und ich mache mal so Spoiler. Wenn wir uns hier Zeile 521 mal angucken, sehen wir, dass der Compiler hier sagt, er leakt den Parameter-Content von P. Außerdem leakt er hier den Parameter Value. Ne? Das heißt, wir haben hier eine Funktion R, und was die Funktion R macht, ist, die konstruiert halt so einen Parsing-Error, damit wir sagen können, wenn das Datum nicht korrekt parst, wenn wir ein invalides Datum eingeben, wollen wir irgendwie reporten, du hast ein invalides Datum eingegeben. Und in diesem Error soll halt auch drinstehen, welchen Teil des Wertes wir nicht parsen konnten, was das Layout ist, was du reingegeben hast und all diese Informationen, damit du das danach debuggen kannst und damit du weißt, was du falsch gemacht hast. Und es stellt sich raus, dass wir dem Error hier also das Layout, was wir reingeben und den Value, den wir reingeben, speichern wir halt in dem Error, den wir zurückgeben. Und das heißt, das laggt, weil den Error, den wir zurückgeben, der überlebt natürlich unsere Parse-Funktion und braucht aber weiter eine Referenz auf die Input-Daten. Und da kommt unser Lag her und deswegen liegt das. Stellt sich dann raus, wenn man da ein bisschen Arbeit reinsteckt. So, und das heißt, was wir jetzt hier machen können, ist, wir benutzen strings.clone, und strings.clone ist ein Helper, der nimmt einen String und gibt den gleichen String nochmal zurück, aber halt eine Kopie. Das heißt, der erstellt halt auf dem Heap eine Kopie dieses Strings und gibt dir eine Kopie auf diesen String zurück. Und der Grund, aus dem wir das hier benutzen, ist, und das ist wichtig, ist, der Compiler schaut sich halt alle Codepfade an und schaut auf allen ob auf irgendwelchen Codepfaden etwas laggt. Und wenn ja, dann muss er das auf dem Heap allokieren. Aber dieser Codepfad wird ja nur im Falle von einem Fehler aufgerufen, und nicht, wenn das Datum korrekt ist. Und das heißt, indem wir diese Kopie anlegen in dieser Funktion, sorgen wir dafür, dass für den Compiler nie der originale Parameter laggt, sondern immer nur eine Kopie. Aber dafür müssen wir für eine Kopie und eine Allokation bezahlen, aber nur noch im Fehlerfall. Weil dieses Clone nur passiert, wenn ein Fehler auftritt. Das heißt, das ist für uns quasi, der Trade-off ist, im Fehlerfall allokieren wir halt immer noch, aber dafür müssen wir halt nicht mehr im Happy Path allokieren. So, und wir machen idealerweise nur eine davon, sonst zahlen wir die doppelt und geben hier einen V rein und hier einen V rein. Und jetzt fügen wir das nochmal aus und schauen uns nochmal Funktion 521 an. Und jetzt sagt er, value does not escape. Und wir haben gesagt, wir haben unser Lag gedingst, und wenn wir uns jetzt nochmal func parse suchen, also 340 suchen, sagt er hier immer noch leaking param value. Großartig. Nachdem wir jetzt alle Pizza haben. Wir haben festgestellt, wir leaken eigentlich immer noch unseren Value, und der Grund dafür ist, das, was ich hier gerade gesagt habe, ist, dass, wenn wir uns nochmal 521 angucken, sagt er leaking param content p, weil wir geben hier nämlich auch p.valueElement und p.instructionString an, um zu sagen, welche Komponente des Values fehlt, und es stellt sich raus, sowohl dieses ValueElement als auch dieser instructionString sind aus dem Input. Und deswegen wollen wir hier auch strings.clone benutzen. Und hier auch. Und dann ist mir gerade aufgefallen, dass wir hier tatsächlich das inline machen können, weil wir sowieso nur einen von beiden Branches ausfüllen. So, und wenn wir das jetzt nochmal machen, dann sagt er uns, dass ich mich vertippt habe. Und uns nochmal nach 520 umschauen. Dann sagt er jetzt, p does not escape, value does not escape. Und wenn wir uns jetzt 320, war das, glaube ich, angucken. Nicht 320? 340. Dann sagt er, value does not escape. Cool. Das heißt, jetzt sagt uns der Compiler, hey, ich escape das gar nicht mehr. Und das heißt, wenn wir jetzt unser Benchmark nochmal ausführen, sehen wir, Null Allokation! Yay! So, dann gibt es jetzt noch eine Sache, die wir tun wollen. Und das ist, wie ich vielleicht vermittelt habe, also
ich habe halt einen Tag damit zugebracht, mit diesem ganzen Kram, und das ist tatsächlich ein bisschen nervig, durch diesen ganzen Ding zu gehen und da irgendwie Allokation und Lecke zu jagen. Und das wäre jetzt sehr ärgerlich, wenn wir das jetzt committen und dann kommt nächste Woche mein Kollege vorbei und ändert den Code. Und wie ihr vielleicht festgestellt habt, sind da zum Teil sehr subtile, sehr kleine Änderungen, können dazu führen, dass auf einmal wieder Dinge lecken, weil der Compiler nicht versteht, dass hier das safe ist und so. Und das fänden wir sehr ärgerlich. Deswegen wollen wir jetzt eigentlich sicherstellen, dass das auch so bleibt, dass das auch Zero Alloc bleibt. Und deswegen schreiben wir einen Test dafür. Und zwar schreiben wir einfach eine Funktion, parse happy, die einfach einen String in happy path parst. Und dann packen wir unser Parsing hier rein und rufen hier auch einfach nur parse happy auf. Na? Und jetzt können wir das nochmal checken, dass das alles passt. Genau, passt alles. Und jetzt sagen wir func test parse zero alloc und testen tatsächlich einfach, dass das Zero Alloc ist, indem wir sagen testing.allocs per run, mach mal über 10.000 Runs, ruf mal parse happy auf und dann sagen wir if God is not null oder nicht nil, sondern null, sorry. Das ist ein Allocs per run returned ein average float 64 über so und so viele Runs und close enough. T.errorf pass allocates percent %d values 10 und Log und zwar run equals. Float time. Genau, jetzt sagt er, dass der Test passt und nur um das zu testen, dass unsere Error Message stimmt und unser Test korrekt ist, machen wir jetzt nochmal einen dieser Fixes, die wir ja hatten, rückgängig. Und jetzt sagt er, parse allocates one values, 10. Und dann fällt er das. Das heißt, wir können das jetzt, haben jetzt einfach in unserer CI, dass in unserer CI auch tatsächlich getestet wird, dass wir Zero Alloc sind. Und das sind so die Sachen, die ich so zeigen wollte. Also so, wie benchmarkt man, wie benutzt man pprof, um Allokationen zu finden. Wie benutzt man gcflex-m, um rauszufinden, was Escape Analysis sagt in Bezug auf irgendwie das Dinge lecken und so. Und dann, wie man irgendwie Tests schreibt, um zu checken, um irgendwie das zu überprüfen. Und to be so ein Abschlusskommentar für mich, ich mag die Tatsache, okay, das ist ätzend, durch diese Dinge zu gehen. Und dann gibt es so Sprachen wie Rust, die machen einem das viel einfacher, weil bei Rust ist das einfach Teil des Typensystems, ob etwas allokiert oder nicht. Und ich finde das ein fair point. Ich persönlich finde es aber angenehm, dass ich in meinem Alltag in 99% der Fälle mich nicht um diese Frage kümmern muss, weil in 99% der Fälle, bei dem Code, den ich schreibe, ist es völlig egal, wie viel da allokiert. Dass ich aber für den 1% der Fälle habe ich jetzt halt die Tools, um dann doch auch da reinzuschauen und sicher zu gehen, dass ich auch nicht allokiere, wenn ich nicht will. Dadurch. Für mich ist das ich mag den Trade-off, your mileage may vary, und das ist ja auch fair, aber anyway, that's it. Ja? Könnte man nicht eine Annotation machen für den Parameter und sagen, nee, der darf nicht escape? Ja, das wurde gelegentlich mal vorgeschlagen, also die Frage war, kann man das nicht annotieren irgendwie und zu annotieren, dass ein Parameter nicht escapen kann, und dann kann der Compiler einfach sich beschweren, wenn er beschließt, dass es doch escapen soll. Das wurde schon öfters mal vorgeschlagen, die Antwort ist, das könnte man schon, aber dann ist halt Kacke. Die Antwort ist, das könnte man offensichtlich schon. Es ist halt auch so eine Form von Typensystem im Wesentlichen. Man bindet sich
im Servicefall halt ein bisschen an die Implementation und eigentlich wollen wir auch nicht zu viele Compiler-Direktiven benutzen. Also wir wollen eigentlich auch nicht, eigentlich ist die Meinung des Go-Teams, der Compiler sollte im Servicefall einfach clever genug sein, dass du das nicht brauchst. Und es ist halt auch unzufriedenstellend, weil es dann zum Beispiel zu so Sachen führen würde, wie du benutzt eine Library, die so eine Annotation hat und dann kannst du die auf einmal mit deiner neuen Go-Version nicht mehr kompilieren, weil deine neue Go-Version halt einfach subtil irgendeine Heuristik geändert hat und auf einmal, obwohl halt die API funktioniert, die API stimmt und du die Library korrekt aufrufst, mit der neuen Go-Version beschließt der Compiler halt an folgender Stelle, weiß ich nicht, ich habe jetzt meine Inlining-Heuristik geändert, deswegen inline ich eine Funktion nicht mehr und dadurch, dass ich sie nicht mehr inline oder nicht mehr virtualisiere, wird an folgender Stelle doch nochmal allokiert und auf einmal bricht dein Programm, weil irgendeine Deep Dependency irgendwo so eine Annotation hat, obwohl dir das vielleicht egal ist. Und deswegen ist das nicht so gewünscht. Du siehst nicht überzeugt aus, du siehst nicht so aus, als würdest du verstehen, was ich meine. Inlining kann ich mir nicht so vorstellen, Divertualisierung kann ich mir schon vorstellen. Ja, okay, aber Inlining und Divertualisierung hängen ja zusammen. Also der Compiler kann im Servicefall Dinge besser divertualisieren, nachdem er sie inlined hat, weil er dann halt bessere Entscheidungen treffen und vice versa. Das kommt drauf an. Warte, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, weil Escape Analysis auf Funktionsebene passiert. Also zum Beispiel habe ich ja diese Parser mit, also eine Sache, die ich beobachtet hatte, ich habe diesen Parser-Typen eingeführt und dieser Parser-Typ, der hält halt State vor und macht halt Self-Assignments. Und eine Sache, die ich beobachtet habe, ist, dass obwohl der Parser die Parse-Funktion nicht überlebt, er auf individuellen Methoden gesagt hat, aber hier machst du einen Self-Assignment und da escaped potenziell was. Und dadurch escapete der Parser. Und natürlich, wenn er aber alle Parser-Methoden inlined hat, dann, also er kann ja im Wesentlichen die ganzen Methoden mehr oder weniger komplett wegoptimieren, wenn er sie alle inlined. Und dann schaut er sich wieder die ganze Funktion an. Also dadurch, dass Escape-Analysis eben auf Funktionsebene passiert, macht es schon einen Unterschied, weil ne, dadurch, es kann halt etwas escapen im Kontext eine, also das sieht man, wo man das ganz gut sieht, ist also wir haben 340, ne? Hier sagt er, das Parser Literal does not escape. Das Parser Literal ist, um kurz den Code zu zeigen, format.go func parse. So, also ich erstelle hier so einen neuen Parser und gebe ihm den Value. Und hier sagt er halt, diese new Parser-Funktion inlined er halt und sagt dann, dass, wenn wir uns hier func new Parser raussuchen, dass dieses Parser-Literal nicht escaped. Und das ist relevant. So, wenn wir uns jetzt aber den Output angucken, wo war die? In 490. Hier 490 raussuchen. Wenn er die new parser-Funktion analysiert, dann sagt er value escaped und escaped das halt. Ich stelle es halt genauer fest, wenn es geinnert ist, weil er halt weiß, es escaped sozusagen in einem Wert, der noch lokal ist. Genau, also genau. Im Kontext der new parser-Funktion escaped das natürlich, weil die new parser-Funktion einen Pointer zurückgibt auf Daten. Aber im Kontext von dem Call nicht mehr, weil er das dann inlined und solange das, was er zurückgibt, nicht escaped, escaped also nichts mehr. So, deswegen, da sieht man, finde ich, ganz gut, wie Inlining diese Entscheidung durchaus auch beeinflusst. Das heißt aber, dass dein Test in Zukunft so schief gehen könnte? In der Theorie ja, korrekt. Das, wie gesagt, ist so ein bisschen der Trade-off, da von einer Sprache zu benutzen, die das so macht. Im Allgemeinen ist das Go-Team eigentlich auch durchaus dahinterher, dass das nicht einfach so passiert. Aber ja, es ist durchaus möglich, dass sich irgendeine Heuristik verändert und dass dann meine Tests schief gehen. To be fair, dann weiß ich es dann auch lieber und versuche meinen Code zu fixen. Und dann sind es halt meine Tests, die schief gehen und nicht deine Tests, weißt du? Wenn du meine Library benutzt, allokierst du vielleicht extra. Aber dein Code funktioniert, ist trotzdem weiterhin korrekt. Es ist halt nur eine Performance-Regression und keine Build-Breakage. Mein Code enthält Allokationstests und ruft
Ja, fair enough, ja. Dann, ja, ist so. Ist halt der Trader, ist halt so. Was soll man sagen? Ja. Also ja, Performance und Tuning ist eh immer hässlich. Wie ist das denn? Habt ihr das schon in Practice getestet? Also hat es die erhofften Speedups oder? Ja, die Frage ist, haben wir das getestet, hat das die erhofften Speedups? Die Antwort ist, nein, wir haben es nicht getestet, hat es die erhofften Speedups? Keine Ahnung. For the record, ich glaube, für unseren Use Case ist das egal. Wenn wir das in Isolation betrachten, fällt dieser Code unter die 99%. Unserer Firma ist das so furchtbar viel egal, wie viel Zeit und wie viel Allokation wir damit verbringen, Daten zu parsen. Der einzige Grund, aus dem ich die Zeit investiert habe und warum ich dankbar bin, dass ich die Zeit investieren darf, ist, ich möchte diese Library open sourcen und sie dem weiteren Ökosystem zur Verfügung stellen. Und dann hat es durchaus einen Vorteil, sich hinstellen zu können und sagen zu können, das allokiert nicht. Also, weil, sagen wir so, selbst wenn es nur ein PR-Vorteil ist, ist es halt zumindest ein PR-Vorteil. Eine Sache, die ich auch betonen möchte, ist, ich habe in dieser Funktion, die nimmt ja auch einen Layout-Parameter und der escaped auch. Der escaped unter anderem auch in dieses kompilierte Programm und so. Und wie gesagt, ich escape zum Beispiel auch im Fehlerfall und allokiere im Fehlerfall. Und es ist ein bewusster Trade-off, den ich gemacht habe, ist zu sagen, es gibt wahrscheinlich nur endlich viele verschiedene Layouts, die du da reingibst, weil so furchtbar viele Datumsformate werden dich im Allgemeinen nicht interessieren. Und deswegen bin ich bereit, den Trade-off zu machen, zu sagen, naja, wenn Layout allokiert wird, dann wird das halt allokiert, whatever. Dafür mache ich meinen Code jetzt nicht hässlicher. Aber dass halt der Wert, den du passt, dass der nicht escaped, das ist dann halt wichtiger. Also, das ist ein Trade-off. Aber ja, die Antwort ist nein, ich habe das nicht gebenchmarkt und whatever. Wie gesagt, im Open-Source-Ökosystem ist mir sowas ein bisschen wichtiger auch, weil ich hoffe, dass das hinreichend nützlich ist, weil das nicht das erste Mal ist, dass ich sowas brauchte, dass Leute das auch benutzen. Und dann amortisiert sich das natürlich auch über viele, 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 viele Instanzen. Und ja, Chatty. Würdest du gerne davon runden, dass du das Ding auch noch so umbauen könntest, dass Layout auch nicht mehr escaped? Ja. Die Frage ist, könnte ich das auch so umbauen, dass Layout auch nicht escaped? Ja, trivial. Also ich meine, im Service-Fall so, ne? So, allokieren muss es auf jeden Fall, weil ich muss ja, der String FUBAR ist ein valides Datumsformat und passt das literal FUBAR und offensichtlich muss ich also, wenn ich dieses Datumsformat speichern will, parsen will, den String FUBAR vorhalten können. Also es ist unvermeidbar, dass beim Parsen des Layouts mindestens einmal allokiert wird. Und auf diese Art und Weise würde ich einmal allokieren und dann nicht mehr. Das wäre die einfache Art und Weise, das zu tun. Aber die subtilere Frage ist, weil das könnte ich natürlich auch mit Value machen. Nee, ich hätte natürlich mein Value-Escaping auch lösen können, indem ich hier sage, und dann würde Value auch nicht mehr escapen. Aber das bringt mir ja nichts, weil A, allokiere ich dann halt trotzdem immer noch. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht würde das, aber ich bezahle dann halt die Allokation, die Reduktion der Allokation durch eine Kopie und meiner Meinung, also ich glaube nicht, dass sich das ausgibt, weil ich glaube, die Kopie ist ultimativ teurer als die Allokation, selbst als die CPU-Zeit des Garbage Collectors für die Allokation. Und deswegen ist natürlich die Kunst ist natürlich, so Dinge zu tun wie das mit diesem Error-Ding, dass du halt nur in den Code-Path wirklich die Kopie machst, wo die Kopie auch wirklich notwendig ist. Aber selbst das ginge. Also selbst da könnte ich, also weil das Hier. Das ist quasi so die einzige, das ist eigentlich nicht hier, sondern hier, das hier. Das ist so die einzige Stelle, wo das Layout escaped. Also eigentlich wäre der Easy-Fix wäre hier und dann wahrscheinlich nochmal das gleiche in dieser für die Error-Funktion, was ich mit dem Parser gemacht habe. Also ganz sicher bin ich mir nicht, aber wahrscheinlich würde das reichen. Aber ja, wie gesagt, das war nicht furchtbar wichtig, weil whatever.
Im Regelfall werden das E-Konstanten. Die andere Sache ist natürlich, die ich auch betonen sollte, in diesen Map-Trick, den habe ich implementiert und dann habe ich dann einen Fuzzer auf meinem Parser laufen lassen und dann war irgendwann mein Computer out of memory, weil sich herausstellt, dass das natürlich unbounded growth ist, wenn du tatsächlich unendlich viele Datumsformate da reinwirfst. Und das heißt, im tatsächlichen Code ist das nicht einfach nur eine sync.map, sondern das ist so ein random replacement cache mit irgendwie 1024 Einträgen, wo dann irgendwie, wenn du mehr als 1024 Datumsformate hast, dann sucht er sich halt einen random Datumsformat aus und wirft das wieder weg. So viele wirst du in der Praxis nicht haben, aber dann ist zumindest der Growth Bound. Das heißt, der Code, den ich hier gezeigt habe, ist schon slightly edited von der Realität, aber es ging ja auch nur darum, irgendwie groben Techniken zu erläutern. Sonst noch Fragen? Cool. Dann danke fürs Zuhören.